bin im Internet unterwegs, Tino. Also Männer können bisweilen auch Vorderloch geben. Das ist echt ekelhaft. Das ist eins der widerlichsten Subreddits. Egal. Jedenfalls die Underwear Challenge. Handstand, Brille aufs Fronthole. Gib Vorderloch. Ich bin hier einsteigen, bis ich dich wecke, bis ich in dein Zimmer komme und sage, Robin? Ja, ich bin topfit. Was willst du? Warum haben Sie keine Hose an, junger Mann? Warum hast du noch kein Mikrofon vorm Gesicht? Hast du vergessen, dass heute Podcast-Tag ist? Wie könnte ich das vergessen? Ich habe richtig Bock. Hallo, na? Ich bin topfit. Cool. Deine Augenringe sagen anderes. Und Ja, deine tolle also, Frisur. ich weiß nicht, was los war, Dion sagt, heute Nacht hat es irgendwie gehagelt oder so. Vielleicht bin ich auch deswegen wach geworden. Ich war auf jeden Fall sehr früh wach und Er habe hat dann irgendwie, genagelt heute, hat er hat gemeint. genau, Er hat Dion hat genagelt. mich genagelt. Ich konnte dann Geil. irgendwie ganz schlecht wieder einschlafen. Es war ganz unangenehm. Und nach einer Stunde oder so hat es dann doch funktioniert. Und hier bin ich. Vor wenigen Minuten aufgestanden. Aber Zähne geputzt habe ich. Wow, ich Immerhin. auch. Ich auch. Also für einen Brennpunkt Zähneputzen ist ja wohl das Mindeste. Ich bin ja auch jetzt wieder umgezogen, wie jetzt die meisten schon wissen, und ich laufe ganz kurz noch zu dir. Damals musste ich echt fast eine halbe Stunde laufen zu dir, 20 Minuten mindestens, wenn Damals, ich in der gerannt bin. guten alten Damals, Zeit, letzte ja, Woche. in meinem kleinen Schloss, was ich da hatte. Ja. Und jetzt laufe ich noch so 5 Minuten zu dir, vielleicht 10, wenn ich langsam bin. Heute hatte ich ein bisschen Rückenwind, da konnte ich ein bisschen schneller voranschreiten, weil es sehr windig war, aber schön warm. Jetzt sitzen wir hier, Robin, und Ich bin schon wieder am Gehen. Nee, alles geil. Ja. Ausgabe 108. Wir Aber. haben noch 2 Folgen bis zur 110 und ich habe unseren Possible Gast schon gefragt. Er war zu Besuch gestern oder vorgestern und da haben wir es geklärt. Wir haben einen großartigen Gast bei Folge 110. Geil, da freuen wir uns alle drauf. Ja. Nice. Hallo. Morgen. Bist du auch ein großartiger Gast? Oh, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie siehst du heute richtig niedlich aus. Was ist das? Ich weiß es nicht, das übergroße T-Shirt vielleicht. Ja, Der alte Chobi Robin, da kommt hier eine junge Frau in die Küche. Sieht ganz schön süß aus, Mäuschen, ne? Nein, so habe ich das nicht gesagt. Sonst, ja, weil heute ist immer lieb, weißt du, sonst scheißt du mich immer zusammen, was ich alles schlecht mache. Und heute. Gibt es ja ein angespanntes Verhältnis in der Nein. Wohngemeinschaft, ja? Meine Mitbewohnerin ist ganz toll. Dion kann man drüber streiten. Er hat nämlich Dino heute empfangen Ja. mit Körperdunst. Das stimmt, ich kam hier rein und er meint, zieh meinen Finger. Und ich kenne das ja eigentlich, aber ich dachte, komm, Oh, du mal Naivling. gucken, was passiert bei Dion. Er ist einfach so ein Überraschungsei. Und Der hat ja ein Überraschungsei hier hingelegt, ich Alter. ziehe dann genau an seinen Finger und es strömten Winde und Gase aus seinem Ja. Anus. Und die ganze Bude stank. Wir mussten es erstmal alle verziehen, bis wir den Podcast starten konnten, dass hier einigermaßen die Luft rein war. Ja. Im wahrsten Hier Sinne. wurde so ein Corona-Zelt aufgebaut, so eine Schleuse. Ja. Und erstmal hier der Wind komplett durch. Ja. Tino, ich bin topfit. Ich sag's, wie es ist. Ich bin richtig topfit. Ich habe richtig Bock. Ich hab Bock. Also, es gibt echt gute Themen diese Woche. Ja. Aber ich muss noch ein bisschen wach werden. Dafür bin ich heute umso wacher. Ich habe gut geschlafen. Ich war schon draußen, habe mich bewegt Ja. in eure WG hinein und sind gerade voller Tatendrang, weil wir die Wohnung gerade umräumen und einräumen und einrichten. Und ich bin jetzt voller Energie. Über die alte Wohnung kann man aber noch nicht so sprechen, ne? Ihr seid ja da irgendwie noch so halb drinne. Na, Weil. wir bezahlen noch Miete jetzt einen Monat und dann muss alles raus. Wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten drin, so das alte Bett und Schränke, die aber alle jetzt wegkommen. Naja, aber man kann ja zumindest erwähnen, dass innerhalb dieses Hauses einfach eine Pappwand hochgezogen wurde, um aus zwei Wohnungen eine zu machen, Ja, es sind ne? 100 Quadratmeter insgesamt, die Etage unten. Ich hatte 20 und die Nachbarin hatte 80 Quadratmeter. Ist ein bisschen Das unfair, ist kann man fair, weil sie sagen. ist ja auch 80 wahrscheinlich. Ja, ungefähr, stimmt, die Ja. war ziemlich alt. Und ich habe darauf spekuliert, dass sie irgendwann mal nicht mehr unter uns weilt oder zumindest im Altenheim ist, dass ich dann die Wohnung übernehmen kann nebenan oder so. Aber die ist noch sehr agil, zum Glück. Ich mag die Frau sehr. Sie ist sehr höflich und sehr sportlich auch noch. Deswegen wünsche ich ihr, dass sie lange lebt und auch lange 80 Jahre alt ist. Und Mindestens 365 Tage. genau, und
Ja, deswegen sind wir ausgezogen jetzt, weil wir zu zweit sind und ist jetzt viel schöner und größer. Kannst gerne mal vorbeikommen auf einen Kaffee. Ja. Haben wir zwar nicht da, aber du kriegst einen Tee Das oder trinke ich sowas. eh nicht. Ja, Tee muss auch nicht sein. Eine Spezi, Ich nehm wir haben die Wasser. Spezi da, Paulaner Spezi. Hashtag keine Werbung. Ja, Haben wir auch ist da. das Alkohol Nee, es eigentlich? ist nur Ach so. Cola mit Fanta quasi, Ich so kenne eine mich Art. da gar nicht aus. Ja, womit ich mich auch nicht auskenne, zumindest nicht so gut wie du, ist der Ramelow. Ich würde das mal ansprechen wollen, weil ich weiß ja, dass deine drei großen Themen sind Wrestling, Falco und Ramelow. Ich erwähne Falco sehr selten, aber heute kommt es dazu, aber später mehr. Ja, Ramelow, der hat irgendwie was losgetreten. Oder hast du es gar nicht mitgekriegt? Der war Ja, in so einem Interview und hat dann irgendwie ja. gesagt, dass er 6 Stunden vor dem Bildschirm gestarrt hat, wo nichts war. Und dass irgendwie die Frau Merkel, Frau Merkel, mach Shisha auf. Und irgendwie ein paar andere Spitzenberater, MPs, sich beraten haben. Und er war ausschließlich. Ja, es gab wieder Ministerpräsidenten-Treffen und mit Merkel, um über neue Beschlüsse zu, ja, sich zu besprechen. Sehr eloquent. Und offenbar war Ramelow nicht so richtig Teil des Ganzen. Aber ich weiß gar nicht warum. Ich habe nur die Überschrift gelesen, dass er wohl gesagt haben soll: What the fuck is hier los? Also Und. Twitter hat gesagt, das kommt davon, wenn man immer Candy Crush spielt, da bekommt man das nicht mit. Ach so, ja. Ja. Aber keine Ahnung. Ich dachte, du weißt da nur mehr. Aber Das ist war er so. einfach nicht in der Konferenz drin, kam nicht rein oder wurde er nicht gefragt als. Nee, der war irgendwie drin. Ich weiß nicht. Es war halt. Oh, ich hatte auch keine Muße, Alter. Also, politische Themen auf Twitter, Alter. Da hat man aber richtig Bock. Das war so eine Meldung, die habe ich nur halb mitbekommen, weil es so ein Tag war, an dem ich auch arbeiten musste. Ja, also das Ding ist, ich weiß halt nicht, ob das legit ist so. Und ich habe auch keinen Bock. Lest euch selber rein, Leute. Googelt mal Ramelow und voll der Mehrwert hier im Podcast, ne? Ja, nee, ach komm, andere Themen bin ich mehr Aber was drin. dazu gehört ist, es gab dieses Treffen der MPs Ja, und. also die Sache ist ja, die dürfen sich ja. Also der Skandal in Anführungsstrichen, so wie ich es verstanden habe, ist, dass die sich halt untereinander besprochen haben in kleinerem Kreis. Nicht mit allen Ministerpräsidenten, sondern irgendwie nur so fünf oder so. Die Big Five. Das ist keine Ahnung. Aber die haben halt in diesem Kreise nichts beschlossen. Und ich glaube, das ist halt nicht in irgendeiner Form gegen irgendwas verstoßend. So, die beschließen ja nicht zu Es fünft war ein was, sondern privates trotzdem Treffen, die alle haben zusammen. gemeinsam Gothic Phone gespielt und Ja, genau. ja, oder Jackbox und haben sich da gefreut, Also der. vermutlich ist das schon nicht ganz koscher, was da passiert ist, aber vielleicht ist es auch nicht ganz der Skandal, der draus gemacht wurde. Lest am besten selber mal nach. Schreibt in die Kommentare, was da los war, damit wissen wir auch Bescheid. Aber es Ja. gab doch dann diese Beschlüsse, dass die haben sich bis spät abends getroffen, die MPs und Merkel und Merkel! Merkel. Und es wurde wohl beschlossen, einen Ruhetag einzuführen. Am Donnerstag, am 1. April, soll es einen Ruhetag geben, was nicht näher definiert worden ist. Es hieß nur irgendwie, alle systemrelevanten Berufe bleiben offen, wie jetzt wie Feuerwehr, Krankenhaus und so. Aber so Läden und Sozialarbeiter, keine Ahnung, bleiben halt zu Hause. Und da gab es erstmal auch irgendwie Diskussionen, ja, was heißt das jetzt eigentlich für alle? Und coole Sache, wir dürfen frei haben, aber was heißt das? Und kaum war das in den News, gab es schon ein dickes Sorry von Merkel. Hier, es war spät gestern Abend, Wir haben wir haben einen gesoffen. Durst getrunken, so, es gab eine Marge zu viel. Und ich nehme es auf meine Kappe und ist jetzt gestrichen, der freie Donnerstag. Das war es jetzt wieder. Sorry, tschüss, weitermachen. Geil. Ja, das war ein Danke für Skandal. nichts. Naja, das Ding ist halt, es ist gut, dass Merkel sich die Verantwortung aufsetzt und halt irgendwie sagt, ja, doofe Idee, mach mal nicht, doch nicht. Hat ja auch einen gewissen Stellenwert, so dass man dazu steht zu einem Fehler und auch dann die Verantwortung übernimmt. Aber das steht so ein bisschen auch für die Inkompetenz der aktuellen Regierung, die wir haben. Und ich versuche ja auch immer zu gucken, ja, die haben einen schweren Job und so und wir haben eine Pandemie, ist alles scheiße. Aber Die so, Pandemie ist für uns alle Neuland, Tino. richtig, aber so schlimm, was gerade passiert mit Scheuer und Spahn und weiß nicht, das ist so inkompetent. Da kann man so ein bisschen die Menschen verstehen, die dann auf die Straße gehen gegen Merkel. Aber man kann es auch machen ohne Nazis. Also wenn ihr gegen die Regierung seid, macht eine eigene Demo auf und geht nicht zu Hildmann und Bachmann. Meine Empfehlung. Ja, ich habe diese Woche nämlich auch durch Zufall auf der Startseite einen Mirko Trotschmann-Artikel
Mr. Wissen to Go Video gesehen und ich sag dir, wenn der, ja, wenn der sagt, die Regierung ist eine glatte 6, ja, da Ja, ist was im Argen, das weil stimmt. der ist sonst immer so, ja, also, nö, da muss man natürlich jetzt so betrachten, dass das ist natürlich nicht gut, aber ja, das will die Kunden es nicht besser wissen und so. Nee, aber also wenn er jetzt gerade sagt, die Regierung glatte 6, Ja. da, uiuiui, da muss aber wirklich was richtig schief gelaufen sein. Tino, ich habe echt noch ein paar andere Themen in diese Richtung, so Ja, mit gerne. Politik und Scheiße. Aber ich würde erstmal, damit die Leute hier nicht einschalten und sich denken, oh, ist das jetzt der Brennpunkt deutsche Politik, ich kann es nicht mehr hören, da würde ich jetzt einfach mal diese Scheiß-Bartür schließen, damit die nicht andauernd hier rumknastert. Ja. Und dann sage ich dir mal, was eine neue Internet-Challenge ist. Ja? Oh. Es ist die Underwear-Challenge. Du erklärst jetzt mal den Leuten, was das sein könnte. Eine Underwear-Challenge. Die Underwear-Challenge, das ist das Gegenteil der Upperwear-Challenge. Das heißt, es gab eine Challenge, da hat man sich Unterhosen auf den Kopf gezogen und hat dabei eine Flasche Bier auf dem Kopf balanciert. Und die Underwear-Challenge ist umgekehrt. Man stellt sich auf einen Handstand quasi, setzt sich eine Brille auf den Penis oder auf die Vagina oder auf das Fronthole, wie auch immer man das nennen Das möchte. Fronthole. Fronthole. Ist das jetzt wieder so ein politisch korrekter Begriff oder Nicht so? für alle, aber ja, ungefähr. Gibt's den wirklich Ja, den gibt es oder? Oh wirklich. Gott, oh Gott. Da habe ich gelernt in einem Beratungsseminar, wenn wir halt über Sexualität sprechen mit Menschen, deren Gender nicht ganz eindeutig ist, dass man nicht sagt irgendwie Vagina und Penis, sondern, oder Vagina sagt, sondern dass man auch sagen kann Fronthole und Backhole. Weil es kann ja sein, dass es Männer gibt, die eine Vagina haben, technisch gesehen, die aber nicht als Vagina sehen. Man kann auch sagen Mangina oder so, aber Bitte was? man Also. sagt dann neutral ein Fronthole. Ach, also, ach. Ja. Oh, Tino. Also, pass auf, du gehst als Mann, was völlig legitim ist, gehst zum Arzt und sagst, ich möchte bitte dieses Gerät, was Frauen haben, aber keine Vagina. Und Sie dann wollen lässt es du nicht dir so das da bezeichnen. ran operieren und dann ist das aber Nein, wenn du keine Vagina. ein Mann bist, der als Frau auf die Welt kam, sozusagen, Okay. aber du aber keinen Penis haben möchtest, dann Ja. kannst du die Ex-Vagina quasi behalten, aber siehst es nicht als Vagina an, weil es für dich was Weibliches ist und nennst es ein Fronthole zum Beispiel. Das war ein Fronthole. Ich meine, ne, dahingestellt, dass das jeder natürlich handhaben kann, wie er möchte, oder sie. Aber uiuiui. Ist auch für mich Neuland gewesen. Es gibt tausend Begriffe Aber dafür. also, das ist wieder so eine Sache. Also, es wird für mich halt erst kritisch, wenn dann, wenn ich irgendwann mal sage, oh, Vagina, und dann gibt's Schelte, weil, hallo, das ist mein Fronthole. Naja, dann kann das doch die Person sagen. Ja, ist okay. Wenn sie nicht böse ist. Man darf es nur keinem übel Und nehmen. warum sagt man nicht Vorderloch? Das klingt ein bisschen, weiß ich nicht. Gibst du Vorderloch, Alte? Nee, Alter, oh, was? Wie sagt Oh man Gott, oh Gott. Alter innen? Ja, genau. Gibst du Vorderloch, Alter innen? Nee, Alte vielleicht. Oh. Ich hab auch in meinem. Naja, also ich bin im Internet unterwegs, Tino. Also Männer können bisweilen auch Vorderloch geben. Das ist echt ekelhaft. Das ist eins der widerlichsten Subreddits. Egal. Jedenfalls die Underwear Challenge. Handstand. Brille aufs Fronthole. Gib Vorderloch. Schön, Alter. Oh Und Gott. man muss eine Bierflasche in seinem Anus balancieren. Nicht ganz, Tino, nicht ganz. Aber Schade. ähnlich dumm wie, ja. Also, pass auf, man zieht Unterwäsche an, verdeckt damit sein Vorderloch. Ja. Und dann zieht man eine kurze Hose noch drüber an. Im Idealfall ist man sehr jung, wenn man das macht. Wie erst Unterhose, danach eine kurze Hose. Das ist ja was völlig Neues. Kontrovers, Das ich gab's noch weiß. nie. Kontrovers. Nein, aber dann beginnt die Challenge erst. Dann macht man das Handy an, auf TikTok zum Beispiel, und zieht die Unterhose aus, über, also weißt du, während man die andere Hose aber noch anhat. Das heißt, Ah. die Mädels nehmen dann dieses Hauch von nichts und ja, halten das so ein Bein raus Ja, habe ich mal und dann gesehen. zieht Ja, man das okay. so wscht, Stimmt. und dabei entblößt man sein Vorderloch fast und deswegen geht das so viral, weil sich Ah, Leute denken, okay. oh geil, hier ist so eine 13-Jährige, die Vorderloch gibt. Machen das auch jetzt nur Menschen mit Vaginen und Nee, das machen Frontholes? auch Kerle, aber ich glaube, die haben es ein bisschen schwerer, weil die haben dann halt so Buchsen an, weißt Ja. du? Und
das ist dann halt, die sind auch nicht, das ist halt nicht so ein Strick, den du so meterlang dehnen kannst. Also die Der müssen dann Penis richtig auch hasseln. noch. Ja, die müssen dann richtig. Und das ist halt wirklich, also das ist schon dumm. Also. Underwear Challenge, spannend. Ja, liebe Leute, schickt uns eure besten Underwear Challenge Ich bitte Videos. darum. Dann zeigen wir die im nächsten Podcast. Also vielleicht machen diese Leute auch Brain Challenge, die holen das Gehirn raus, ohne den Schädel zu öffnen. Also ich kenne die Shampoo Challenge. Da haben ein Mensch mit Penis Ja, ach, das ist so oder balanciert, war es mit das? Front Stangen Ja. haben quasi eine Unterhose an, Vorderschlauch. Vorderschlauch, haben nur eine Unterhose an, eine Erektion dabei und die ist dann so seitlich quasi, weißt du, kannst du ja so ausrichten, da Unterhose, dass die Ja. Erektion seitlich ist. Und dann stellen sie eine Shampoo-Flasche drauf, machen dann ein Foto von sich, wie sie diese Shampoo-Flasche auf ihrem Penis balancieren. Geil. Das war auch eine sehr spannende Challenge, die ich beruflich natürlich verfolgt habe. Das Internet ist doch ein schöner Ort. Ja, kann man sagen. Ja, ich will halt nicht immer wieder anfangen und sagen, guck mal, wie dumm die alle sind. So, aber guck mal, wie dumm die alle sind. Also das Ding ist halt, ich finde, dass es gibt halt so viele Challenges, die ganz offensichtlich ins Leben gerufen wurden, weil sie irgendwie, weißt du, Leute in Situationen bringen, wo sie irgendwie eine sexuelle Pose machen oder so oder irgendwas revealen. Und da geht's dann, Ja. also, haha, Challenge, ich mache jetzt hier, ich ziehe ein ganz langes Schlabber-T-Shirt an und zieh's dann so eng, weißt du, Ja. dass man erst denkt, oh, fette Person und dann, oh nein, guck mal, das ist halt alles irgendwie. Und dann kommen halt die 13-Jährigen und machen das nach, so. Ja, das gab es ja auf TikTok schon öfter, da irgendwelche Challenges, sich so eine Hose ganz eng anzuziehen irgendwie und so, dass man den Po von 13-jährigen Mädchen sieht. Oder dein Song, wie heißt der, Nackte minderjährige Haut, der Ja. Musical.ly-Song. Ja. Habe ich mir erst vor kurzem wieder angesehen mit Freunden. Und es ist schon erschreckend, wie viel, was TikTok für einen pädophilen Paradies geworden ist. Und nicht pädophil, aber wie heißt es dazwischen, wenn du auf Jugendliche stehst? Ich will es jetzt nicht nur, also ich habe über Reddit davon erfahren, ich weiß gar nicht. Es ist wahrscheinlich explizit so ein TikTok-Trend, aber ich kann mir auch vorstellen, ich gucke jetzt einfach mal bei Kann ja auch so ein Hashtag. Twitter-Ding sein und Ja, ich Instagram gucke und jetzt mal so. Underwear Challenge, ob es das bei. Nur aus Recherchezwecken, ne? Also, ich habe nur recherchiert. Ich gucke jetzt mal. Weil. Browserverlauf, Nude Childs. Ja, nur um, ja, Recherche. Nee, gucke mal. Also, ich sehe hier auch interessante Bilder so, aber Aber keine Videos, ne? Also wenig Videos nicht das. bei Instagram. Ich habe kein TikTok gerade, leider. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Da will ich auch nicht die Plattform, wie gesagt, haten, weil, oh, die eine Plattform, die neu ist und so, das ist ja auch dumm, aber TikTok, ne, hat man ja tausendmal, das ist ja ein bisschen was anderes mit dem chinesischen Konglomerat da hinten dran. Ich gucke nochmal bei YouTube, ob es da vielleicht so ein Best-of oder so gibt, damit ich dir mal ein Bild davon machen kann. Ich habe eine Freundin, die macht ganz viel TikTok, noch relativ erfolgreich, und die schickt mir immer ihre besten Videos per WhatsApp, damit ich mir nicht TikTok runterladen muss. Oreo, Lady Gaga, Ja, geil, jetzt cool. müssen wir ja noch Werbung gucken. Ich kotze. Ja, das ist auf jeden Fall die Underwear-Challenge, die hier lädt. Wir sehen gerade eine. Hey, das ist, guck mal, das ist ganz was anderes. Vielleicht ist die evolved mittlerweile. Guck mal, das ist die Underwear-Challenge, da haben die irgendwie, da Ganz haben viele die. Buchsen an. Das Die ist ist ein auch bisschen witzig. besser. Das ist witziger, ja. Mit weniger nackter Haut, aber auch spannend. Ja, Hier also. wieder so ein Muskelboy hier, wahrscheinlich erst 13 Jahre. Eieiei. Da macht's Hier, einfach. Hier. ist so ein Da. Dude, der macht das. Ja. So. Und guck mal, der muss halt Er hat richtig, seinen ne? Penis versteckt gerade, ja. Der hat Der richtig wäre rausgebaumelt. die Hand vors Vorderloch. Ja, also, ja, wenn man es einmal, ne? So. Ja, man sieht schon explizite Dinge in diesen Videos, ja, von irgendwelchen Typen gerade. Hast du gesehen, so eine Beule in der Hose, wenn dann die Unterhose aus ist? Das ist schon, es ist Pornhub Light. Ist das ein guter Es Trend? ist Child Pornhub Light. Gib mal 8 von 10. Ich würde sagen, damals dieses TikTok-Leute machen POV, ich bin ein Holocaust-Überlebender. Nee, ein Holocaust-Gestorbener. So, der vor dem Himmel, vor der Himmelspforte steht. Das war so eine 10 von 10. Ich würde der Sache eine 8 von 10 geben. Ja, 8,5 vielleicht. Also an sich will ich kein Spießer sein. Ich will ja auch gut finden, dass es neue Trends gibt und so. Und dann machen die ihr Ding alle, wenn es keinen stört. Aber wenn es dazu da ist, dass man irgendwie nackte Minderjährige sieht, dann würde ich eher unter 8 gehen.
Ich persönlich. Gut. Das also das. Jetzt können wir wieder über irgendwelche politische Scheiße reden. Ja, apropos Politik-Scheiße, Ja. wer gerade richtig Scheiße am Dampfen hat, ist der Attila. Da muss ich drauf eingehen. Ja. Der hat ja angekündigt, einen Urlaub zu machen. Ich bin gerade nicht geflüchtet vor der Polizei, ich mache gerade nur Urlaub. Wenn ich wiederkomme, freue ich mich schon drauf. Ist jetzt ein paar Wochen schon her und ist immer noch nicht hier. Er hat offenbar seinen Urlaub ausgedehnt Ja. und wurde wohl in der Türkei vermutet aktuell, um vor der bösen Diktatur der BRD zu flüchten, in die Türkei geflohen, wo Twitter und YouTube gesperrt sind. Aber na gut, würde ihn ja nicht Türkei interessieren. ist lupenreine Demokratie auf jeden Genau. Fall, ja. Und er wird gerade gesucht wegen Volksverhetzung und Aufforderung zu Straftaten. Und er muss wohl auch unter anderem erzählt haben, wäre er Reichskanzler, würde er die Todesstrafe wieder einführen, die Todesstrafe in die Eier treten. Okay. Aber wie willst du denn Merkel hinrichten, indem du ihr in die Eier trittst? Ja, die Wird hat ja nur ein schwierig. Ja, Vorderloch. der hat ein Fronthole. Schwierig, aber Ja, kreativ. gendergerechte Hinrichtung. Also bitte, da muss ja wohl Rücksicht genommen werden. Ja. Eieieiei, der Attila, der ist immer für einen Gag zu haben, auch Points for Creativity. Wenn du das schon Aber. lustig fandest, jetzt kommt die Big-Big-Meldung der Woche. Hildmann, ich weiß nicht, ob er es selber gemacht hat, aber es gibt eine Plattform von ihm, die heißt Double YouTube. Hildmann innen, bitte. Hildmann, Ja. Hildfrau und Hildmann. Er hat eine eigene Videoplattform ins Leben gerufen. Double YouTube heißt das, also W-Tube. Und um gegen das zensierte YouTube vorzugehen und eine Konkurrenz zu machen, jetzt kommt der Clou. Jetzt haben Menschen sich dann angemeldet und das mal ausprobiert. Wenn du auf Hildmanns Kanal gehst, ihn dislikest, wirst du gesperrt. Sofort. Ich hatte da irgendwas gesehen, kriegst du eine Nachricht oder Genau, so, ne? und eine Nachricht mit dem Inhalt: Wir wissen, wo du wohnst, du Hurensohn. Also das ist halt eigentlich zu gut. So, also Das ist auch Realsatire, wenn du mich ja, fragst. deswegen nach wie vor ich ja, nee, der ist nicht so klug, aber das wirkt echt, als macht er das mit Absicht so. Also, weißt du? Du Das kommst ist nicht ja mit Logik so eine an. typische Böhmermann-Sache, ey. Gib mir ein Dislike und dann kommt so eine Nachricht. Ja. Unfassbar. Wild Ich finde es Times. halt so irre. Der muss doch auch manchmal nachts im Bett liegen und das mal so reflektieren, was er so alles macht. Weißt du, er macht ein Double-YouTube auf, um gegen Zensur vorzugehen. Der Name, muss ich erstmal sagen, ist gut. Aha, ne? Die Initialen, die passen schon Nee, mal. nicht Aha oder was? Also, Double ach, YouTube, das Double-YouTube. finde ich Ah, eigentlich ganz das ist witzig. witzig, das stimmt, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es .com ist oder .de. Was ist denn aus BitChute geworden? Die waren doch alle da. Da hat Eigentlich sich nicht. doch das ganze Gesocks versammelt. Weiß ich BitChute war nicht. auch so eine Plattform, die nicht zensiert. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auf Double YouTube wohl auch ganz viel Holocaust-Leugnung Das ganz viel stattfindet und so. Holocaust auf. Ganz viel Holocaust, ja. Geil, da ist der Hotspot. Wenn man mal Holocaust will, geht man da mal hin. Also für eine gute Geschichtsstunde auf jeden Fall auf Double YouTube gehen und sich da mal richtig belehren lassen von Leuten, die Ahnung haben. Geil. Könnt ihr euren Geschichtslehrer quasi mal aufklären, wie es eigentlich wirklich gewesen ist. Ich meine, Attila, der ist Koch, der weiß da halt Bescheid. Ja. Es waren gute Gerichte, muss man so sagen. Aber passend zu dem Thema noch, Das es gibt. Nürnberger Gericht war das Beste. Ja, richtig. Lecker Ja. Schmecker. Es gibt jetzt eine neue, also nicht ganz neu, aber einen neuen Stern am Verschwörungstheorie-Himmel. Und wir haben es alle geahnt, Robin. Es gab schon Hinweise. Nena. Die gute alte Nena hat ihre letzten 99 Gehirnzellen verloren und ist jetzt auch in der Verschwörungsszene gelandet. Und beim Frühstück heute Morgen fiel mir noch mehr Gags ein. Pass Du musst auf. jetzt aber ganz vorsichtig und sensibel sein, denn Herodes Die hat einen Fronthole. mag, die hat erstens ein Fronthole und zweitens mag Herodes mit seinem Vorderschlauch die Nena ein bisschen, so. Und er sagt, das ist halt Nena, die ist wichtig für Deutschland. Und deswegen ist die sexy, so ungefähr. Oh nein. Ja, also ich fand sie immer sympathisch, weil sie immer so locker war und so ein bisschen wie bekifft wirkte bei Interviews. Hey, ja, ich habe den Song zwar nicht geschrieben, aber ich singe den voll gerne und immer so Weltfrieden und so. Und jetzt hat sie sich wohl bei Facebook oder sonst wo bedankt, bei den Querdenkern in Kassel und bei Naidu und meinte so: Gut gemacht und schön, dass ihr euch einsetzt für die Freiheit und so. Gut Und gemacht, Attila. da fielen mir so Gags ein wie: War der Holocaust Wahrheit oder alles nur geträumt? Und Nena, der Leuchtturm der Verschwörungstheoretiker innen. Kacken. Ja,
schön. Also die Nena war ja immer so eine, die beim Großgott in der Praxis war, ne? Ja. So, also die so ein paar Schifflersalze nimmt und so. Und da hat man ja noch vor einem halben Jahr haben wir noch spekuliert, weil sie irgendwie Sachen geliked hat auf Instagram. Und jetzt full blown, danke Kassel, ja. Können wir noch die guten alten Songs hören? Ja, ich habe ja auch zu Hause eine Playlist zum Putzen. Da ist Luftballons drin, nur geträumt und Leuchtturm. Kann man die noch hören, Robin, nach dem Man Skandal? kann die noch hören, ja klar, kann man die noch hören, Tino. Man kann auch Hitlers Bilder sich angucken. Nee, die sind hässlich. Aber also auch vorher konnte man halt auch schon sagen, dass Nena vielleicht irgendwie nicht so geil ist. Ja, aber guck mal, die fing doch auch an bei Jackson damals, bei Michael Jackson zu sagen, wir spielen die Songs nicht mehr, weil er halt Kinder missbraucht hat. Angeblich, man weiß es Ja, nicht das ist doch genau. was anderes. Also, ob Leute die noch spielen, ist ja eine andere Frage, als ob du selbst die noch hören kannst. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin schon so ein Mensch, ich muss mit dem Künstler auch irgendwie d'accord gehen, so politisch und von den Ansichten her. Wenn ich Dann ja, wenn müsstest du dich aber mit jedem Künstler, also kriegst du irgendwie im Internet hier vorgeschlagen, oh geil, der Künstler Jansl hat, was ist dein Lieblingsfach, geremixt. Dann müsstest du ja erstmal Tiefenrecherche betreiben, bevor du das Lied hören kannst. Nee, aber so ein bisschen, wenn ich so Lieblingskünstler habe, wie so Rammstein, die Ärzte, Ghost und Evanescence und so, da checke ich schon immer aus, was machen die aktuell so und wie äußern sie sich auch zu solchen Themen. Oder als mir Vincent eine Band empfohlen hatte, Stopock zum Beispiel, die ich ganz cool fand bei ihm im Auto immer, habe ich erstmal recherchiert, wer das eigentlich ist, so und was machen die. Und der Frontmann ist ziemlich links und auch so um Flüchtlinge aufzunehmen, macht er auch Songs. Und da habe ich gesagt, gut, den höre ich jetzt aktiv, weil der cool ist. Also klar, die Musik muss erst überzeugen und danach noch die Überzeugung von ihm. So bin ich zumindest. Es gibt Menschen, ich weiß, die können Böse Onkels hören, obwohl die Türken rausgesungen Oh, haben. dieses alte Ich Thema, weiß, jetzt ich weiß. reicht es, Tino. Aber das ist doch Die auch. Onkels Ich kann das halt haben nicht. das erklärt. Ja, Außerdem hat doch Hitler ist gemacht. das auch einfach gute Musik, Hitler hat zumindest den Holocaust teilweise. erklärt. Er hat gemeint, die müssen weg, die Juden. Da war es auch wieder gegessen, das Jetzt Thema. hört mal zu, ich habe hier ein Whiteboard, so viele Menschen sind auf der Welt, hier ist die Herrenrasse. Gott, Alter. Was muss weg? Überschneidung. Was soll ich Ja, das machen? wird halt einfach rausgekürzt am Ende. Ach, ist egal. Ach, Tino, die Onkels, ich mag die doch gar nicht so sehr, aber die haben Banger-Songs und das kannst du denen nicht nehmen. Ja, die haben es alle irgendwo, Keine Banger-Songs. Amnestie für MTV, das ist ein übelster Brecher. Ja, vielleicht, aber ich höre die aber trotzdem aktiv nicht, weil ich nicht will, dass die bei Spotify durch mich irgendwie Gewinne machen. Dann hörst du halt nicht bei Spotify. Ich hab die halt, ich kann sie dir geben. Ich hab die ganzen Dateien auf Nee, dem PC. danke, Ich hab danke. alle Songs. Ich kann sie gerne schicken an abfall@aol.com. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Abfall. Was auch Abfall ist, ist Twitter. Ich hab noch ein Hashtag. Ich hab noch zwei Hashtags. Hashtag Polizistin mit Herz. Ja, oh, das war schlimm. Das war schlimm. Das war eine weitere Episode. Alter, da hat man Herzkammer flattern bekommen. Es gab letzte Woche eine große Demo in Kassel. Also eine, nee, es war keine richtige Demo, war nicht angemeldet. Aber 20.000 Menschen haben sich versammelt in Kassel, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren und haben dabei echt ohne Maske rumgedanced, rumgesungen, haben Holocaust-relativierende Schilder hochgehalten, von wegen. Es fing nicht mit Gaskammern an, sondern mit der Unterdrückung von Menschen Mit und Masken. mit Masken. Genau, die Jugend mussten damals ja auch Mund-Nasen-Schutz tragen beim Rewe. Ja. So fing es hier an. Und am Und Ende, dann haben die sich beschwert und Tagebücher geschrieben. genau, Ja, so war mussten das. sie auf dem Dachboden verstecken. Und genauso Vor geht den Masken haben sie sich versteckt. Nein, nein, ich will Angst. nicht. Ist das gerade eine Anne-Frank-Relativierung, die wir hier machen? Und so Gott, oh geht es Gott. auch gerade jedem Corona-Leugner. Und die verstecken sich alle gerade irgendwie in ihren Zimmern und haben Angst. Nein, schon wer? Sie gehen ja auf die Straße jeden Tag und machen da ihren Blödsinn. Und die Polizei, was macht sie in Kassel? Guckt zu und lässt sie gewähren. Und dann gibt es richtig so Videos und Bilder, wie halt die Demonstranten den Bullen irgendwie noch applaudieren. Da gibt es ein berühmtes Bild, was jetzt zu Meme geworden ist, wo eine Polizistin halt so ein Herz macht, So so ein Double recht, Handjob ist genau, das. genau. Richtung der Demonstranten, was so gesehen wird als Support an die. Und da gab es ganz viele Memes, wie sie reingeschnitten worden sind, irgendwelche, weiß ich nicht, nach Buchenwald oder so, wie sie Herz zeigt zu den SS-Leuten und so. Ist schon auch wieder Holocaust relativierend und sehr krass, aber halt überzeichnet.
Und das war halt gerade sehr viral, diese ganze Geschichte. Polizistin mit Herz. Aber sind die Hintergründe denn mittlerweile eigentlich klar? Weil das ist immer so meine erste Reaktion. Okay, das wirkt jetzt so, aber weißt du, das kann ja tausend Gründe haben. Vielleicht hat auch einfach jemand gesagt, ey, ich mache ein Foto von dir vor dem Auto. Weißt du? Und dieses Foto neben dem Schild, wo irgendwas draufsteht, für die Kinder oder was weiß Nee, nee, ich, nee, hat damit nichts das zu war tun. schon der Demozug und die Frau hat halt, die Polizistin hat halt mit abgesperrt so und hat Richtung der Demonstranten halt so das Herz gezeigt. Das sah also schon sehr eindeutig aus. Es sah eindeutig aus, aber es, also, weißt du, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, also solange das nicht 100% geklärt ist, würde ich auf jeden Fall nicht sagen, das ist auf jeden Fall so gewesen. Ich habe recherchiert und konnte nichts finden, das irgendwie das relativieren konnte. Es gab keine Äußerung der Polizei. Nur als sie Probleme hatten, die auseinanderzuhalten alle und die irgendwie aufzulösen, weißt du, bei Antifa-Demos, da machen die sofort, holen die so einen Wasserwerfer raus, weißt du, und spritzen die alle tot und Ja, aber ihr zündet halt auch Leute an. nee, So. Autos. Auch, ja, alles. Ihr zündet einfach alles an. So, und die Leute, die tanzen halt auf der Straße. Also so bewegungstechnisch haben die schon einen Vorteil. Würde ich nicht sagen. Würde ich nicht sagen. Nee, und Also, ganz kurz ernst gesprochen, ich glaube, ja, ich befürworte das ja nicht, aber ich glaube, aber. in der breiten Bevölkerung hat das mehr Zuspruch, wenn Leute irgendwie Ringelreihe auf der Straße tanzen, als wenn Leute als schwarzer Block irgendwo rumziehen? Ja, nicht nur da, auch als es diese Stuttgart 21 Demonstrationen gab, als sie für die Umwelt demonstriert haben oder auch bei dem Forst da, dann sofort reagiert, haben da mit Pfefferspray geschossen und mit Wasserwerfern und bei 20.000 rechtsgesinnten Menschen zum Großteil nicht nur, wird halt nichts gemacht, nicht mal eine Auflösung findet statt, erst nach vielen Stunden. Und da gab es auch Videos, wie sie an Bullenautos Aufkleber geklebt haben, mit irgendwie gegen Merkel und gegen die Maßnahmen. Und ich kenne das und ich kann persönlich die Menschen vorstellen, die haben Regenbogenaufkleber an Bullenautos geklebt und wurden instant halb tot geknüppelt. Sie wurden auf den Boden gedrückt, wurden geschlagen Tino, und das ist verhaftet. Sachbeschädigung. Ja. Es ist Sachbeschädigung. Eben, es Das macht man nicht. wird bei denen nicht gemacht, Du so. beschädigst meine Sache, ich beschädige dein Genick. Gerne, dann aber konsequent. Dann hätten sie auch die Menschen in Kassel da halb tot knüppeln Ich müssen. muss auch noch mal reingrätschen, wenn du sagst, größtenteils rechtsgesinnt. Das ist, glaube ich, auch nicht förderlich, tatsächlich diese Masse so einzuordnen. Vielleicht mache ich es in eine andere Richtung, weil ich würde sagen, dass nach wie vor, frag mich nicht nach Prozenten, aber ein größerer Teil da so vielleicht, was man jetzt sagt, Klischee-Waldorf-Menschen. Ja? So diese, so ein bisschen esoterisch, so ein bisschen, ja, ne, dann hier Schüsslersalze. Und ein Amethyst auf die Stirn gelegt und dann ist der Krebs weg. So macht man das. Und ich glaube, solche Leute sind da schon sehr viel dabei. Dennoch weiß man ja auch schon vor diesen ganzen Corona-Geschichten, dass solche extremen Ökos auch sehr gerne zu Antisemitismus leiden und zu Verschwörungstheorien neigen. Und sobald ich, meine Meinung ist, sobald man mit Leuten mitläuft, die Holocaust relativierende Schilder hochhalten und wenn man auf Demos Dann mitläuft, duldet man das, klar. Also. die von AfD-Leuten und von NPD-Leuten aufgerufen worden sind und auch teilweise angemeldet werden, dann bist du halt in meinen Augen auch ein Supporter der rechten Bewegung, mindestens. Da gehe ich mit. Ich wollte nur sagen, also die sind nicht, weißt du, ich glaube nicht, dass der Großteil dahin geht mit scheiß Ausländer oder weißt du, sondern halt Ja, wirklich, aber Recht ist ja oh, nicht nur die gegen armen Ausländer. Kinder, halt's Maul, Alter, das geht mir am meisten auf den Sack, immer mit euren hässlichen Kindern, Alter. Die sehen alle scheiße aus, Säuglinge, hässlich, widerlich, ausgeschissen, aus dem Vorderloch, abartig. Und oh, die armen Kinder, oh, auch dieses, wo ist das, wo hatte ich das gelesen, Alter? Oder ist das generell so, dass Maskenpflicht halt für Kinder nicht gilt? Genau, Irgendwie ich glaube bis ab bis 6 oder so? manchmal sogar erst ab 13, Echt, manchmal, ja, weil ja. das finde ich auch irgendwie sehr kontraproduktiv, weil das suggeriert ja noch mehr, dass es irgendwie schlimm ist. Also es ist jetzt wirklich nicht klar, irgendwie Aktionen hier oder krasser Leistungssport mit Maske ist irgendwie nicht so angenehm. Ich habe ja hier zum Beispiel mal einen neuen Dancer irgendwie 4 Minuten durchgetanzt mit Maske auf. Das ist dann schon ein bisschen Ja. schwieriger, aber an sich ist es jetzt nicht irgendwie behindernd, so.
Und wenn man sagt, oh, die armen kleinen Kinder. Ja, und es ist ja auch irgendwie, dass man stirbt, wenn man zu lange Maske trägt, und das würden die Kinder dann auch nicht aushalten, würden viel früher sterben. Es gab halt nicht einen Fall, nicht einen einzigen, obwohl es eine lange Maskenpflicht gab und auch noch gibt für Kinder in Schulen, dass noch keiner umgefallen ist. Und auch Ärzte, die Operationen durchführen, müssen ja auch unabhängig von Corona Masken tragen während der OP. Und da fällt ja auch nicht ständig jemand um. Das ist ja eh so ein Quatschargument, dass Menschen umfallen würden. Aber was ich noch sagen will, ist, dass ja Rechtssein nicht nur gegen Ausländer bedeutet, sondern es das heißt ja auch, dass man Ja, das war jetzt. Judenverschwörungen und so weiter. Und da tendieren ja schon solche Das war. Ökomenschen gerne mal hin. Tino, das war ein Beispiel. Ich wollte einfach nur mal so ein Evergreen, ja, so ein Ja. Evergreen in den Raum werfen als Aber Beispiel. auch Rechte sind nicht heterogen, sondern die sind auch vielfältig. Okay. Das ist so Nazis eine sind richtig nur. schön bunte Nazis sind bunt, ja. Regenbogentruppe. Die haben einen braunen Regenbogen. Ja. Einen braunen-grünen vielleicht Bleiben wir doch sogar. bei dem Thema noch, denn das nächste Hashtag, ich habe ja versprochen, da kommt noch eins. Twitter Geil. war on fire diese Woche. Ja. Hashtag Testboykott. Denn es wurde ja so halbwegs beschlossen, gefloatet, ich weiß gar nicht, dass man Geschäfte wieder aufmacht mit Schnelltests Ja. und dass man dann da rein darf. Auch in Weimar. Und dann verstehe ich nicht ganz, was der Testboykott bringt. Das heißt, hier, ich habe hier auch so ein paar Screenshots. Gegenthese, je mehr asymptomatische getestet werden, desto mehr Lockdown gibt's. So, Je mehr wir das ist testen, das, desto weniger dieser, müssen wir genau, einschränken. hat Merkel gesagt, je mehr wir testen, desto weniger müssen wir einschränken. Das ist so dieses typische Trump-Argument, ey, Amerika ist nur so schlecht, weil wir so viel testen in den Zahlen. Ja. Also lieber die Leute, die infiziert sind, nicht in den Zahlen auftauchen lassen. Das ist ein sehr gutes Argument. Aber der Testboykott heißt doch im Prinzip nur, alle anderen, die nicht den Testboykott machen, sondern halt, was weiß ich gehe jetzt hier ins Restaurant oder so und esse da, aber mache halt vorher einen Schnelltest. Fertig. Alle, die Testboykott machen, gehen halt einfach nicht ins Restaurant. Oder Genau. also, was ist das? Grandios. Dann mach doch. Also, keine Ahnung. Da ich eh nie in ein Restaurant gehe, mache ich auch Testboykott. Und es wird niemand gezwungen, sich testen zu lassen. Also ja, klar, man kann auch argumentieren, dafür müssen sie halt auch zu Hause bleiben, aber so ist es nun mal aktuell gerade. Und auch in Weimar gibt es jetzt dieses Weimarer Modell, dass sie jetzt für ein paar Tage, ich glaube 3 Tage, wollen sie Läden und Museen wieder aufmachen und so weiter. Aber Also nur, Museen braucht keiner. wenn es einen Test vorher gibt und man Maske, trotzdem muss man halt Maske tragen. Und wichtig, Geimpfte zählen auch nicht. Also auch die müssen halt sich testen lassen und Maske tragen. Natürlich. So, einen validen Punkt oder eventuell validen Punkt, ich bin da noch nicht so ganz schlüssig, habe ich aber gefunden. Branchen, die mit Testpflicht öffnen, in Anführungsstrichen dürfen, muss der Staat dann nicht mehr mit Sofort- und Notfallhilfe oder Umsatzausfallentschädigungen etc. unterstützen. Das ist schon ein Punkt, wo Das ist man ein sagen Punkt, kann, ja, ja, stimmt. das, da würde ich sagen, okay. Ist halt die Frage, ob, weißt du, wenn du jetzt aufmachst mit diesen Einschränkungen und dann halt ein Zehntel der Kunden von deinem Normalumsatz kommt, so, ist dann halt nicht so geil. So, dann hast du ein Geschäft auf. Aber an sich weiß ich auch nicht, ob das so ist, wenn du das halt nachweist, dass halt während eigentlich auch noch Lockdown ist oder so, du halt einfach viel weniger Umsatz hast, dann muss eigentlich trotzdem, also wie gesagt, wir haben ja gesagt, dass der Staat gerade etwas am Versagen ist. Aber also, das muss auch unterstützt werden. Ich habe ja auch gerade so ein Proberaum-Projekt in Weimar, was gerade geschlossen ist. Und da gab es auch Bands, die wieder angefragt haben, ob sie proben dürfen in dem Proberaum mit Maske auf. Und bis auf den Sänger halt, dass er halt irgendwie ohne Maske spielen darf. Da mussten wir dann irgendwie sagen, nee, das darf man gerade nicht. Es ist halt eine Jugendeinrichtung und die müssen halt eine Maskenpflicht beibehalten. Und da meinten die dann, ja, aber wenn wir vorher so einen Schnelltest gehen und negativ sind und dann zu euch kommen und proben, dürfen wir dann ohne Masken auftreten. Auch dann halt leider nicht so. Klar, man kann dann sagen, man ist negativ, aber auch das ist ja nur für den Moment. Also du kannst ja auch erst Symptome entwickeln oder infektiös werden, nachdem du den Test gemacht hast. Weil es ja auch so ganz komische diagnostische Zeitfenster gibt, weißt du? Dass du zwar den Virus schon in dir trägst, aber das nicht, der nicht nachweisbar ist. Und erst später ausbricht sozusagen und du ansteckend wirst. Das nervt gerade sehr viele.
Also um die Maskenpflicht kommt man nicht drum rum, so die nächste Zeit. Und es gibt auch schon so Umfragen, dass halt selbst nach der Pandemie wollen viele, viele Menschen trotzdem aufs Händeschütteln verzichten und mit Maske einkaufen gehen. Also es scheint tatsächlich eine Langzeitwirkung zu haben. Aber ich vermute, dass es sich nach ein paar Jahren auch wieder erledigt haben wird. Ja, das ist so ein Fliegenschiss im Vergleich zu Klimawandel und das ist halt gefühlt allen scheißegal, weißt Ja. du? Also natürlich ist es nicht so, aber im Großen und Ganzen, weißt du? Wenn du da sagst, Umfragen so, ja, in Zukunft wird Leuten auch nicht mehr die Hand geben. So, das, also, pff, ja, aber in Zukunft irgendwie, weiß ich nicht, das Auto mal stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren, das kommt überhaupt nicht in Frage. Warum auch? So, Wenn es ist. der Biomarkt irgendwie zwei Straßen weiter ist, das ist ja dann. Wobei ich da auch vorsichtig bin mit diesem, ne, der Kunde oder was auch immer, das Individuum regelt das, weil so wird es halt nicht laufen, solange da halt. Also es ist so ein Wechselspiel, weil auf der einen Seite das Individuum macht nicht viel aus, auf der anderen Seite natürlich, wenn alle irgendwie nicht mehr die 100 großen Konzerne irgendwie unterstützen würden, ja, die machen ja auch nur diese hohe Umweltbelastung, weil der Demand da ist dafür. Ja, es Also. müssen alle mitmachen, also sowohl die großen Firmen und Ja. Industrien, aber auch die Konsumenten müssen mitmachen, indem sie halt auch Sachen kaufen und unterstützen, die halt einigermaßen klimaneutral sind. Ja, Du ich siehst es ja überall. richtig, aber trotzdem, ich würde halt das nicht so betonen wollen, weil dann heißt es ja, du als Individuum, ihr müsst doch jetzt alle erstmal, es muss halt von oben auf jeden Fall politisch da ein Ausrufezeichen gesetzt werden, dass das halt einfach nicht geht. Ich finde das nicht gut, dass man sagt, du musst jetzt hier so. Das ist natürlich geil und das hilft auch. Aber es ist A, viel zu langsam und B, ist das nicht zielführend. Das So. stimmt, ich sehe es ganz genauso, aber dennoch machen ja auch die Veränderungen von unten nach oben was aus. Du siehst doch, wie viele vegane Produkte es gerade gibt überall, dass Rügenwalder umsteigen will auf vegan. Es gibt bei Burger King und bei McDonald's gibt es auch jetzt irgendwie plant-based Burger und Nuggets und so weiter, dass ja die Palette gerade riesig ist, weißt du, und dass manche Firmen auch langfristig umsteigen werden auf vegane Produkte, nur als ein Beispiel. Deswegen macht es trotzdem Sinn, auch aufzurufen, auch an die kleinen Menschen. Macht euch bewusst, dass ihr was beitragen könnt. Weniger Plastik, weniger Fleisch, weniger Fliegen, weniger Autofahren. Das macht trotzdem viel aus. Trotzdem. Aber nicht, du hast recht, das Ich meiste machen finde, die ja, großen Firmen das macht aus. viel aus und das ist gut, aber die Message, das Individuum muss, weißt du, das hat es in der Hand, die finde ich einfach Es ist zu falsch, weil leicht, das, ja. das nee, nee. Es ist zu leicht, das zu sagen, weißt du? Ihr könnt das bewegen, ihr müsst das machen. Nein, man muss auch von oben angreifen, also unten und oben. Ja. Egal, Vorderloch und Oberloch auf jeden Fall. Ja. Ist es eigentlich genehm, Oberloch, wenn ich mich als nicht Mundhabender identifiziere? Ja, wenn du das möchtest. Okay, gut. Oberloch, Unterloch, Und noch Vorderloch. ein Punkt dazu. In Israel kehrt auch gerade das normale Leben wieder ein, weil gerade 60% geimpft sind in Israel. Und jetzt die ersten Clubs wieder aufmachen und Konzerte stattfinden. So kann es sein, Leute. Wenn die Impfungen einfach durch sind, wenn ihr euch brav impfen lasst, dann können wir ganz schnell wieder ins normale Leben zurückkehren. So in Anführungsstrichen normales Leben. Es wird immer so ein bisschen einen Beigeschmack haben, die nächsten Jahre, aber trotzdem. Diese ganzen Impfverweigerer, das nervt mich unheimlich. Also in Israel ist jetzt Peace-Rael, ja? Quasi, ja. Geil. Endlich. So, einen kleinen viralen Hit diese Woche. Ja. Das am meisten hochgevotete, der am meisten hochgevotete Reddit-Post diese Woche ist ein Prank gewesen. Und da dachte ich mir, eieiei, ich habe das gesehen, dachte, das kommt doch nicht gut an. Aber nein, es ist wirklich am meisten hochgevotet auf rFunny, also das Subreddit, wo es um lustige, lolligen Content geht. Und da ist ein Typ in Russland, der sich als Security verkleidet hat und Leute mit einem Knüppel schlägt, die keine Maske aufhaben. Das mag ich. Also, aber guck mal, also es wirkt schon, also ich bin ja Prank-Experte, ich würde schon sagen, dass es authentisch ist, so, dass das nicht gefaked ist. Aber also ich fand es ein bisschen hart, ehrlich gesagt. Also Also das ist Leute. ein Schauspieler, der eine, ne? Der ohne Maske läuft. Das ist immer so ein Vorbild quasi. Der wirkt, der ohne Maske immer vorläuft in der Haut. Das ist auch ein Schauspieler, oder? Ich glaube nicht, das ist Guck halt. mal, das ist Ach doch der so. gleiche. Ja, aber er macht halt nicht nur mit dem. Guck mal, das ist ein anderer. Sicher?
Das sah voll gleich aus. Dann sehen die das und setzen ihre Maske auf. Ist immer der gleiche. Guck. Bam, bam. ja, okay. Also es gibt quasi einen Typen, der einen Knüppel in der Hand hat und als Security verkleidet ist. Ja, okay, Und dann es gibt, und es gibt vergesst, einen, was ich gesagt habe, dann finde ich es gut. und Aber es, hier, und es gibt einen Schauspieler, der das quasi sieht. ohne Maske vorläuft und geknüppelt wird. Und dann die hinter ihm laufen, die keine Maske tragen, schrecken zurück, setzen sich ganz schnell ihre Maske auf, damit sie keiner aufs Maul bekommen von dem. Finde ich gut. Krass, also ich finde irgendwie. Ja, also jetzt, wenn ich auf die Klamotten achte, ich habe halt aufs Gesicht geachtet und da sah der halt irgendwie. Guck mal, der sieht irgendwie immer anders im Gesicht aus. Hey, guck mal, die Oder die, vielleicht Jeanshose hat er und sich die die Haare Jacke. zwischendrin gemacht. Ja, Ja. klar. Ja, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ist gut. Gutes Video. Gute Idee. Ja, ist auch wichtig. Ich war auch Aber mal. trotzdem, in Deutschland, Vortäuschen einer Straftat, ich glaube, das wäre auch wieder. Also hat mich auch nie abgehalten, aber. Nee. Das ist, glaube ich, keine Straftat. Also keine Vortäuschung einer Naja, weiß Straftat. ich nicht. Also wenn du jemanden verprügelst in der Öffentlichkeit in Deutschland, ich glaube zumindest nicht, dass die Polizei sagt, jo, cool, Daumen hoch, mach weiter damit. Ach so, naja. Ist eine Grauzone vielleicht. Ja. Aber auch ich war neulich wieder einkaufen und da habe ich halt auch eine Frau gesehen, die ist wie selbstverständlich ohne Maske da rumgelaufen, hat ganz doof geguckt die ganze Zeit und ich dachte, was ist mit der los? Und ich kenne die entfernt und die ist nicht irgendwie lungenkrank. So, und da habe ich dann auch in der, da habe ich einmal mich beschwert, da habe ich dann auch mal gesagt, hier an der Kasse, ich habe gerade eine Frau gesehen, die in den Regalen, die ohne Maske rumläuft. Das ist nicht so geil für ihre Kunden und für auch ihren Ruf als Laden, wenn sich hier Menschen einfach einkaufen lassen, die keine Maske tragen. Ich würde mir schon wünschen, dass sie da mal drauf achten, damit ich mich als Kunde auch wohlfühle. Da hat er gemeint, er macht gleich die Kasse zu und kümmert sich um die Frau und Tot. hoffentlich. Betonschuhe und tschüss. Ab ins Ja, Tiefkühl. ab in die Ilm, 50 Zentimeter tief. Ab ins Tiefkühlregal. Ja. Ja, also Top-Post auf Reddit diese Woche, ein Prank und neues Nosferatu-TV-Video, auch richtig geil. Also was eine Woche, Leute. Absoluter Wahnsinn. Und wo wir gerade bei Reddit sind, da gab es nämlich einen richtigen Shitstorm diese Woche. Oh nein, gegen wen? Gegen Reddit an sich. Ach so. Denn Reddit hat einen neuen, ist schwierig, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist eine Fronthole. Transperson mit Ja. Fronthole. Amy Challoner Ja. ist eine gescheiterte Politikerin Ja. in England. Und die hat in der Vergangenheit Pädophile supportet. Ihr Vater hat ein 10-jähriges Kind vergewaltigt und gefoltert im eigenen Haus beim, wie sagt man, auf der politischen Kampagne hat sie extra den Namen geändert von dem Vater, hat dann aber gesagt, sie wusste davon nichts. Ist halt die Frage, warum hast du dann den Namen geändert? Ah, ja. So. Und diese Person wurde jetzt als Reddit-Admin eingestellt. Das heißt, du hast die absolute Macht, kannst auch Sachen löschen und so. Und dann wurde halt ein Beitrag gelöscht, der Name nur erwähnt wurde. Also Amy Challoner Ach so, ja, dann wurde wird's schwierig, gelöscht. Und ja. dann ging aber da war die Scheiße aber am Dampfen. Dann sind ganz, ganz viele Subreddits, also ne, Reddit ist halt ein Konglomerat von ganz vielen Unter-Reddits, die jeweils ein Thema haben. Funny oder Politics oder Not funny. so. Not funny. Ja, gibt's auch. Es gibt Comedy Cemetery zum Beispiel. Da sind so richtig unlustige Sachen dann, die aber lustig sein sollen. Ah Egal. ja. Es gibt einfach alles. So, und da sind ganz, ganz viele privat gegangen in Protest. Also privat heißt das, wenn du nicht vorher schon in dem Subreddit drin warst, das nicht mehr sehen kannst und auch nicht mehr reinkommst. Und das schadet natürlich der Website an sich, weil es dann weniger attraktiv ist, auf diese Website zu gehen, weil es einfach weniger Auswahl gibt. So. Gut. Und in einer knappen Woche sind die da jetzt tatsächlich zurückgerudert und haben die Person da rausgeworfen. Ich könnte das jetzt noch viel länger machen. Also es gab, der Mann von ihr ist halt auch irgendwie auf Twitter aufgefallen, hat da geschrieben, dass er Fantasien hat über Kinder, die mit sich selbst Sex haben, die irgendwie gefoltert werden und gezwungen werden. Und also irgend so, solche Tweets wurden da abgesetzt. Ganz, ganz kontroverse Personen, das steht auch alles ausführlich, auch auf Wikipedia und so, das sind alles öffentliche, das ist jetzt nicht so ein geheimes Ding, ja, das weiß jeder. Und trotzdem haben sie diese Person engagiert, was halt wirklich sehr, sehr strange ist. Und das war der Shitstorm diese Woche. Und Reddit hat ja von sich aus selbst den Claim Front Page of the Internet. Deswegen.
müssen wir schon drüber Das sprechen. verstehe ich gar Wir haben nicht, keinen Punkt warum man da geteilt. nicht recherchiert vorher über die Person, ob sie es einfach nicht gewusst haben. Also es Vielleicht sind da andere kann Sachen ja im Spiel sein. gewesen. Geld. So. Oder konnte sie mit Kinderpornos bezahlen, vielleicht, dass sie sich eingekauft hat. Dass die Reddit-Besitzer vielleicht auch so einen Hang dazu haben. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber war sie jetzt trans? Ist eine Transperson, ja. Und das ist natürlich, das macht es dann auch noch ein bisschen heikler mit, oh, da muss man jetzt aufpassen, dass es da kein Hate Speech gibt und so. Ist halt gerade so ein heikles Thema. Es Aber das sollte macht, halt ja, kein es ist ja Thema völlig sein. egal in dem Fall. Ja. Also ja, es ist halt einfach eine Person, die einen Pädophilen gedeckt hat und auch sonst nicht so die beste Person ist. Ja, ich bin ja eh kein Reddit-User. Ich habe nicht mal einen Account dort, glaube ich. Aber ich fand es immer sehr sympathisch, was da passiert. Was du so erzählt hast, so relativ frei und dass man da, dass da so viel passiert Ja, und es ist auch halt auch das ist Nischen-Dinge nicht sind. homogen, ne? Das ist Ja. eigentlich sind es halt keine Ahnung, 100.000 eigene Sachen und du suchst dir halt die raus, die dich interessieren. Ja. Ja. Ich habe ja noch einiges, Tino, also Ich habe noch huiuiui. so zwei, drei Themenchen auch, ja. Was ist denn beim Sparen los schon wieder? Der Jens, Also, ich habe ja gestern mit meiner ja. Oma/Tante telefoniert, oh, da hat Oma slash Tante. Alles geflattert, als ich kurz den Spahn erwähnt habe, um so ein bisschen zu Uiuiui, triezen. Der ja. Herr Spahn hat nämlich, und das wirkt überhaupt nicht dubios, der hat so ein Dinner veranstaltet. Und da waren Spender, die haben exakt 9.999 Euro gespendet, denn 10.000 ist die Grenze, ab der man den Spender öffentlich machen muss. Oh. So, und jetzt gab es halt diese ganz offensichtlich lupenreine Spende für dieses Dinner. Ich finde das eh ein bisschen eigenartig, wenn es da so Spender gibt. Es sollte auch bei einem Euro sollte das öffentlich sein. Das sollte man komplett abschaffen. Aber gerade in dem Fall, wo es einen offensichtlichen Anschein hat, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn es ex 9.999, dann sollte man vielleicht sagen, okay, das Gericht kann da entscheiden. In diesem Fall sollte man vielleicht die Namen veröffentlichen Ja, da brauchst du aber müssen. auch eine Begründung dazu, weißt du? Also wenn du jetzt anfängst, irgendwie Grenzen dann doch wieder auszuhebeln, dann wird es schwierig. Ich finde auch allgemein sollten immer alle Spender öffentlich sein. Oder die Grenzen müsste man dann doch geringer halten. Vielleicht kann man ja sagen, irgendwie bis 1000 oder so ist es anonymer. Aber mit 10.000 kann man ja schon relativ viel machen. Und das kann ja auch dann eine Firma gewesen sein. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass die Firma des Ehemanns von Jens Spahn wohl Masken verkauft hat an die Regierung und die da irgendwie abgesahnt haben. Da gab es so einen Korruptionsskandal Aber irgendwie. das ist doch auch jetzt schon länger, oder? Ich Also das dachte, ist das nicht war. diese Woche. Weiß ich nicht mehr genau. Diese Maskenaffäre, die geht da jetzt schon ein paar Wochen. Wir haben Ach nicht drüber so, berichtet, nee. aber da habe ich auch so eine schöne Auflistung gesehen, wer alles Korruptionsskandale hatte. Ja, und vor allem in der CDU, ne? Die sind Ja. da sehr befangen. Aber Reminder, 2017 war in allen Altersgruppen die CDU die stärkste Kraft. Also Ja. es ist echt nicht so, dass man sagt, ja, keine Sorge, So eine alten die Wähler Partei. sterben aus oder so. Nee, da kommen die ganzen Amthors an und sagen, oh, Ja. CDU, übelst geil. Und auf Und dem Dorf auch, ne? Auf dem Dorf macht ja auch die CDU die vielen Stimmen. ja. Es ist einfach, ich sag's, das ist wie bei der AfD, das ist einfach ein clever gesetzter Name. Weil du musst nur CDU heißen und sie sagen sich christlich, da sehe ich mich. Ja, Zack, stimmt. Kreuz. Alternative, das klingt gut. Ich bin unzufrieden, ich will eine Alternative, zack. Das ist einfach ein Ja. cleverer Name, das macht so viel aus. Ich musste auch erst neulich wieder von einem entfernt Bekannten mir anhören, dass er die AfD nicht gut findet. So, er will keinen Kanzler haben, um Gottes Willen. Aber das ist die beste Alternative, um Denkzettel zu verpassen der Regierung und so. Und die müssen in die Opposition. Und das finde ich so gefährlich, auch wenn er das ernst meinen sollte. Es gibt ja auch viele AfD-Wähler, die behaupten ja, die wären nicht rechts, aber wählen die AfD nur, um halt irgendwie einen starken Gegner zu haben für die Regierung. Aber selbst wenn es irgendwie alle so denken würden, ja, dann wählen 80% die AfD nur aus Protestgründen, aber keiner will die eigentlich, dann kommen die doch an die Macht und dann ist halt scheiße, ne? Dann kriegst du keine Rente mehr und ja, schwierig, wenn du mich fragst. Was auch sehr schwierig ist, Tino, ist ein großes Schiff im Suezkanal zu entfernen. Klopapier, stimmt. Das habe ich Klopapier? gelesen. Ich habe irgendwas gelesen davon, dass irgendein Schiff
irgendwo gerade unterwegs ist und deswegen irgendwelchen steigenden Ölpreisen in irgendeinem Kanal, Ja. dass das Schiff nicht durchkommt und deswegen könnten wir Lieferengpässe bekommen mit Klopapier. Okay, ich dachte eher, da geht es halt um Öl und nicht Klopapier. Scheiß auf Klopapier. Also das Ding ist, das Handelsblatt sagt, pro Stunde kostet das 400 Millionen Dollar. Das Schiff? Ja, weil das blockiert halt den Kanal und da können die anderen Schiffe nicht durch. 273 aktueller Stand. Und das ist natürlich jetzt, also das sind natürlich so übertragene Kosten, ne? Aber das ist schon, ich glaube, das war so noch nicht Uiuiui. da und irgendwie ist es jetzt so, dass man jetzt gerade die Möglichkeit hat, das zu entfernen, weil der Wasserspiegel steigt und man hat da irgendwie die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und wenn das jetzt nicht klappt, dann geht das erst in 12 Tagen wieder. Also vielleicht sollte man mal einen zweiten Suezkanal machen oder so, damit Vielleicht kam sowas. daher meine Info mit dem Klopapier, weil wegen diesem Ölschiff kommen halt auch die Klopapierschiffe nicht mehr durch. Die Oder so. Klopapierschiffe, wahrscheinlich, ja. Da kommen ganz viele Klopapierschiffe oder ganz viele andere Schiffe nicht mehr durch. Ich wollte hier mal gucken, ob ich nicht noch. Wie, ich weiß halt. Suezkanal wieder frei wird hier vorgeschlagen, Ach, witzig. cool. Aber wahrscheinlich nicht, Live. oder? Jetzt wird es gerade live freigeschaufelt. Da. Havarie der Ever Given. Diesen Namen wollte ich nämlich rausfinden. Wie man den Kahn aus dem Dreck zieht. Wie Huiuiui. teuer wird die Havarie? Also es wäre schon hart, wenn wir. Also es ist schon irgendwie witzig, oder? Da irgendwo am Arsch der Welt, fucking Ägypten, Also ist halt so ein ein. scheiß Schiff quer und hier kostet bei uns das Klopapier 10 Cent mehr. Ja. Das ist, Alter, Krass, das ist ein ne? fucking Butterfly-Effekt. Ja. Ja. Hoffen wir das Beste, dass die Havarie nicht so schlimm ist. Wenn sich das Schiff in der Mitte verbiegt, wird es schwierig. Witzig, witzig. Könnte ein bisschen schwierig werden, wenn Sie Container mich Riese fragen. blockiert Suezkanal. Das ist wie ein riesiger gestrandeter Wal. Das kann sein, dass diese Meldung jetzt die nächsten Tage bestimmen wird, tatsächlich in den Nachrichten. Und ihr Spektakulär. habt hier zuerst gehört. Also bestimmt nicht, Nee, aber. haben sie nicht, aber das ist schon trotzdem echt irgendwie. Das ist so eine Sache, die wahrscheinlich hätte längst passieren können. So eine kleine Sache, die echt krasse Auswirkungen hat. Das ist schon. Mal gucken. Ich freue mich schon auf die Folgen davon, ob die den Suezkanal dann jetzt irgendwie verbreitern oder ob sie da tatsächlich noch irgendwie. Atombombe drauf. Oder so. Ja, wenn man es nordkoreanisch oder. Ja. Ja, würde mich freuen. Geil. Ja. Aber um ganz kurz doch zum Thema Atombomben zu kommen, Joe Biden hat Putin als Mörder bezeichnet. Der hat auch gesagt, dass er nicht einen demokratischen Knochen im Körper hat. Krass, nicht mal der das Fußgelenk. Ja. Ja, also Und das ist hart. kalter Krieg. Here Ja. we come. Ich hab Bock. Also ich muss sagen, jetzt, man hat ja Trump vorgeworfen, er würde alle verärgern wollen, er wird alle verärgern werden. Verärgern werden. Er wird alle verärgern in seiner Amtszeit. Aber jetzt Biden irgendwie nach wenigen Monaten Putin als Mörder zu bezeichnen, finde ich schon ziemlich Das ist krass. frech. Das macht man eigentlich nicht. Das ist Also. frech. Der Unterhosen-Putin, der hat die Underwear-Challenge an Nawalny performt, Ja, witzigerweise. ja. Das ist aber jetzt wirklich gemein. So einen netten Demokraten. Also ich will nicht sagen, also Putin, ich bin kein Fan von dem so. Und ich würde ähnliche Worte in den Mund nehmen, wie es Biden getan hat. Aber er als Präsident so, irgendwie der halt, wo die Spannungen eh schon groß sind zwischen Russland und den USA, sowas konkret zu äußern, finde ich diplomatisch sehr schwierig. Ich nicht. Okay. Also ja, aber ich find's gut. Jetzt ist auch Also ich find's viel der. schlimmer hier, was wir letzte Woche hatten, Kronprinz von Saudi-Arabien, der irgendwie Leute vierteilt, so, Ja, es. dann zu sagen, ja, übelst cool, kein Ding. So, und da gibt's nämlich das Problem. Bei Putin ist es nicht so, und das ist halt, ne, die Spannung mit Russland ist halt in Ordnung. Aber Saudi-Arabien, Best Friends mit Amerika, das ist halt so dumm. Das ist So. wieder so inkonsequent und so unstringent. Die einen, die vierteln tatsächlich irgendwie nachweislich irgendwelche Kritiker und ich weiß nicht.
Ich hab das Gefühl, dass man gerade so gegen Russland so ein bisschen aufpassen muss, wie man sich, was man sagt. Und da ja diese Geschichte zwischen den USA und Russland schon so schwierig ist, dann sowas zu äußern, finde ich halt echt nicht so geil tatsächlich. Also man muss Putin tausendfach kritisieren und muss da irgendwie was machen, aber so eine konkrete Aussage von beiden, das kann auch krass nach hinten losgehen. Ja, aber also das ist halt, nee, also Aber es stimmt, man darf ja auch nicht Putin alles durchgehen ja, lassen und also so. Es ist ja alles wenn, richtig. vergleich das doch irgendwie mit einem Bully oder so, wenn jemand irgendwie dich auf dem Schulhof immer zusammentritt und du sagst, ey, nee, ich habe kein Problem mit dem, der ist voll cool. Der Bulli hat ja keine So, Atomwaffen so. ja, aber es ist doch im Grunde das gleiche Prinzip. Das muss irgendwie gesellschaftlich und weltweit geächtet werden, wenn Leute Scheiße bauen. Es muss genauso gut scheiße, es muss genauso gut gesagt werden, hier, du Biden, du bombardierst auch den Mittleren Osten, ist Das genauso stimmt, das scheiße. stimmt, Halt ja. dein Maul. Ja. So, aber egal. Ist viel zu politisch heute. Oh, Ja, können wir nicht wieder über Unterwäsche reden? ich war sogar ganz kurz schockiert, dass halt Biden so konkret sowas sagt, weil ich habe ihn ein bisschen für ja, diplomatischer gehalten irgendwie. Aber die Aussage ist ja auch nicht falsch. So. Kann man supporten. Ich war nur erschrocken von ihm als Person. Ich war persönlich enttäuscht von Joe. Ich bin einfach menschlich enttäuscht. Menschlich. Menschlich enttäuscht. So, jetzt sind wir aber mit der Zeit am Ende, Tino. Wir haben noch ein ganz großes, wichtiges Thema. Tigray. Nee, Die die Ärzte-Tour. Ärztetour. Es war ja wieder ein Zittern, sag ich dir. Wann war das? Vorgestern. Also für euch war es vor 3 Tagen. Am Freitag, ne? Keine Ahnung. Donnerstag? Ich habe nicht mitgemacht. Donnerstag war das. So. Haben die Ärzte den Vorverkauf gestartet für die Tour nächstes Jahr. Durch Berlin, durch Clubs und auch durch Stadien. Und schon eine halbe Stunde bevor es losging, waren die Server so überlastet, dass du nicht auf die Homepage drauf kamst, auf bademeister.com. Ich hatte schon Angst, oh Gott, nicht, dass ich keine Karten mehr bekomme. Aber ohne Spaß, sowohl meine Freundin als auch ich haben 2 Karten bekommen. Jeweils, also ich für die Columbia-Halle, nee, sie für Columbia-Halle und ich für Tempelhof. Und die Karten waren innerhalb von 2 Minuten ausverkauft. Also hätte ich eine Sekunde später geklickt auf zum Warenkorb hinzufügen, wäre es verloren gewesen. Jetzt darf ich mich zu den glücklichen Menschen zählen, die jetzt 3 Ärztekonzerte vor sich haben. In Erfurt, wo du auch sein wirst. Ja. Und Das zwei reicht in mir auch. Berlin. Das reicht mir auch, Tino. Nee, mir nicht. Du suchst die. Es ist so verteilt, weißt du. Irgendwie ist das eine Konzert ist ja dann irgendwie jetzt im November Aber in Erfurt. 2022, ne? Also die Berliner Dinger. Genau, richtig. Also es ist schon verteilt so. Deswegen passt das schon. Wo auch Ärzte benötigt werden, ist in Tigray. Ich will es zumindest ansprechen, weil es kriegt sonst keiner mit da draußen. In Tigray hatte diese Woche auch richtig die Kacke gedampft. Ich kann es nur nicht zusammenfassen. Also da ist irgendwie so eine Location. Tigray ist eine Location von so das Thüringen von Äthiopien. Und da gab es so eine aufmüpfige Gruppe. Und da ist der Friedensnobelpreisträger 2018 von Äthiopien, ist da einmarschiert, hat gesagt, hier machen wir jetzt aber richtig Räume auf. Letztendlich ist das aber eskaliert zu Vergewaltigung und Leute werden einfach in ihren Wohnungen hingerichtet und so. Mittlerweile entspannt es sich ein klein wenig wieder und irgendwie Armee von Eritrea war zwischendrin auch am Start und ist jetzt wieder raus. Ganz verzwackte Sache. Ich weiß, Afrika, wen interessiert Afrika? So, ja. Afrikaner. Zum Beispiel. Ja. Haben wir bestimmt auch Zuhörer. Bestimmt. Aber Liebe jetzt habe ich es Grüße. erwähnt. So. Ja. On a high note enden wir hier. Was geht man der Woche? Ich fand es schon krass tatsächlich. So mit Hildmann finde ich immer sehr unterhaltsam. Mit seiner Plattform und Joe Bidens Aussage. Ich glaube, das wird noch Nachspiel haben. Vielleicht nicht gleich ein Krieg, aber ich genau und der und Putin hat auch einen Botschafter aus Washington abgezogen quasi. Das ist auch mal eine Riesengeschichte, wenn Botschafter abgezogen werden. Ja. Also Es wird gab auch eine spannend. andere Sache, aber da habe ich jetzt wirklich 16 Till-Wissen, auch mit dieser Khashoggi-Sache in Verbindung stehen, glaube ich. War das das? Ich wollte es zumindest erwähnen. Also, es war halt wirklich so, dass eine Person, die diesen Fall irgendwie, dass sie auch eine indirekte Morddrohung gekriegt hat. 16 Till-Wissen. Also Saudi-Arabien, auch super geil. Und Katar wird auch immer mehr boykottiert, ne? Die WM. Genau, da gab es auch ein Bild von der Nationalmannschaft, wie sie so
Human Rights auf den Trikots trugen. Aber Deutschland war irgendwie, hier, wie sagt man, Fußball haben die gespielt. Nein. Die haben, wie sagt man das, diese Registrierungsphase für die WM hat jetzt irgendwie angefangen. Qualifikation. Irgend sowas, ja. Ne? Und einer der Bundesliga in der Nationalelf oder so, keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht aus, der ist nämlich Corona-positiv gewesen. Es war nicht ganz klar, wer. Das habe ich im fucking Herkules im Radio gehört. Also fragt mich nicht, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt, aber ich glaube, Deutschland hat gewonnen. Irgendwo habe ich gehört, ich glaube, im Stream hat jemand geschrieben, 3-0 stand es. Also hat vermutlich Deutschland gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber apropos das Herkules-Radio, ich war auch mal öfter einkaufen damals dort und da haben die mal eine Nachricht vorgelesen, der Präsident wurde angeschossen und muss jetzt gerettet werden und so. Ja, und dann war es halt irgendein Bullshit. Das war, war nur ein Trailer für irgendeinen Film und ich dachte, alter Schwede, das müssen wir doch vorher mal sagen. Das klang so seriös. Ja. Nenas Outing, das ist schon krass, aber auch nicht zu krass. Ich glaube tatsächlich so aus unserer Bewertungssicht ist das mit dem Boot tatsächlich am härtesten. Ja? Ja, ich denke schon. Also klar, ja, Tigray, ja, da sterben Menschen und so, aber wenn bei uns global wird. Stimmt. Ja, also ich würde es schon so, weiß ich nicht, auf eine 8 vielleicht? Auf eine 8. Würde ich vielleicht sogar hingehen. Also 7,5. Lass uns sagen 7,9. Das ist nicht ganz eine 8 und es sieht ein bisschen mehr nach einer 7 aus. Mhm. Wieso Preise beim Edeka? Auch okay. Mal 8,99. Nee, 9,99 ist auch nicht ganz 10, weißt du? Okay. Oder 9.199 Euro spenden ist ja auch weniger als 10.000. Polizistin mit Herz, ja. 7,9. Ah, dieses Reddit-Ding ist halt für mich relativ groß, für dich halt eher nicht so, aber... Mhm. Und auch, also, der Top-Post, ein Prank, ja, neues Nostrafe-TV-Video, also, boah, also, und dann, ein Boot. Dann lass sagen 7,99. Ja, okay. 7,99 für die Woche. Das zur Ausgabe 108, wir haben bald 109 und dann 110. Und das ist die Ausgabe 110, da könnt ihr jetzt schon mal die Polizei rufen. Ja. Und da, huiuiui, da geht's richtig zur Sache. Mit einem Gast. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Der wurde bestimmt auch schon strafrechtlich verfolgt. Bestimmt. Ja. So wie ich den kenne. Können wir ihn gerne mal fragen, wenn er hier sitzt oder wie wir es online machen, keine Ahnung. Mal gucken, wie die Zahlen sind bis dahin, ne? Stimmt. Okay, Leute, die Musik, au, au, au. Bis zum nächsten Mal. Siehst du, stehst du auf. Noch früher, ist ja noch müde. Nee, dann hab ich eine halbe Stunde Vorlauf gemacht zu werden. Ach so, ja. Okay, tschüss. Auf Wiedersehen, liebe Fremden.